In der Friedens- und Konfliktforschung stellt man sich die Frage, wie friedlich Gesellschaften eigentlich sind. Zur Beantwortung dieser Frage werden internationale Daten erhoben und durch statistische Berechnungen vergleichbar gemacht. Ein Index, der als Hilfsgröße zur Beantwortung dieser Fragestellung herangezogen werden kann, ist der Democracy Index der britischen Wochenzeitung Economist. Demokratische Verhältnisse werden hier sinngemäß mit gesellschaftlichem Frieden in Zusammenhang gebracht. Letztlich basiert dieser angenommene Zusammenhang von Demokratie und Frieden auf der Idee des demokratischen Friedens. Die Idee des demokratischen Friedens beschreibt eine Theorie der internationalen Beziehungen und der Friedensforschung, nach welcher Demokratien keine Kriege gegeneinander führen. Gemäß dieser Logik wäre eine Welt voller Staaten mit funktionierenden Demokratien eine Welt ohne Kriege und daher eine friedliche Welt. An dieser Stelle ist allerdings anzumerken, dass neben Demokratie auch Handelsbeziehungen und die Zusammenarbeit in internationalen Organisationen dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit von kriegerischen Konflikten zwischen Staaten sinkt. Wie sieht die Situation vor dem Hintergrund der Theorie des demokratischen Friedens weltweit beispielsweise im Jahr 2023 aus? Das folgende Schaubild gibt einen Überblick. Hier wird zwischen vollständigen Demokratien, unvollständigen Demokratien, Mischformen und autoritären Regimen unterschieden. Und diese Unterschiede entsprechend farblich markiert. Wie wird beim Democracy Index methodisch vorgegangen? Der Demokratieindex basiert auf Umfragedaten aus 5 Bereichen. Und zwar erstens Wahlprozess und Pluralismus. Eine Frage wäre hier beispielsweise, verlaufen Wahlen frei und fair und gibt es ein breites Angebot an Auswahlmöglichkeiten? Zweitens Freiheiten der Bürger. Eine Beispielfrage wäre hier, dürfen Bürger frei ihre Meinung sagen? Drittens politische Teilhabe. Eine Beispielfrage wäre, können sich Bürger frei und unabhängig informieren? Viertens, politische Kultur. Hier könnte gefragt werden, wird die Demokratie von der Gesellschaft aktiv unterstützt? Und fünftens, Funktionsfähigkeit der Regierung. Eine Frage könnte hier sein, kontrollieren unabhängige Gerichte die Politik? Die Umfragedaten werden dann bewertet und zu einem Index hochgerechnet. Der Demokratieindex verläuft dann von autoritären Regimen mit Werten von 0 bis 3,99 über Mischformen aus Autokratie und Demokratie mit Werten von 4 bis 5,99 über unvollständige Demokratien mit Werten von 6 bis 7,99 zu vollständigen Demokratien mit Werten von 8 bis 10. Der Demokratieindex gibt sozusagen den Grad der Demokratisierung einer Gesellschaft an. Das Land Norwegen belegt im Jahr 2023 mit 9,81 Punkten Platz 1. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Deutschland folgt auf Platz 12. Nun, wie sieht die allgemeine Entwicklung eigentlich aus? Weltweit stehen Demokratien immer stärker unter Druck, da sich in verschiedenen bislang demokratischen Staaten zunehmend autoritäre Strukturen entwickeln und sich autoritäre Merkmale durchsetzen. Wenn beispielsweise bürgerliche Freiheiten abgebaut, die Pressefreiheit eingeschränkt, Demonstrationen verboten, Wahlen unfrei und unfair gestaltet und die Kontrolle der Politik durch unabhängige Gerichte erschwert wird. Gleichzeitig wird beobachtet, dass sich in bereits autoritären Systemen demokratische Entwicklungen abschwächen oder ganz unterdrückt werden. Diese Entwicklung wird nicht nur vom Demokratieindex beschrieben, sondern auch vom sogenannten Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung bestätigt. Beim Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung wird verstärkt darauf geschaut, wie sich Demokratieentwicklungen in sogenannten Transformationsländern darstellen. Diese Transformationsländer werden je nach Demokratisierungsstand in Gruppen unterteilt. Auch hier lässt sich beobachten, dass sich weltweit ein Trend zu einer Autokratisierung von Staaten feststellen lässt. Laut Demokratieindex des Economist leben im Jahr 2023 nur noch 8% der Menschen weltweit in vollständigen Demokratien. Was heißt das nun für den Frieden weltweit?
Vor dem Hintergrund der Theorie des demokratischen Friedens und aus Sicht der Friedensforschung ist dieser Trend natürlich keine gute Nachricht für die Entwicklung der internationalen Beziehungen und des Weltfriedens. Da die Theorie des demokratischen Friedens annimmt, dass eine Welt mit Demokratien friedvoller ist als eine Welt mit Autokratien, führt eine weltweite Entwicklung weg von der Demokratie hin zur Autokratie dazu, dass die Welt zunehmend konfliktvoller wird. Umgekehrt gilt damit aber auch, dass eine erneute Stärkung weltweiter Demokratisierungsprozesse dazu führen würde, dass die Welt wieder eine friedlichere Entwicklung nehmen kann.